Ohne einen Angriff kommen wir hier nicht aus. Das sind im Winter mal Wölfe, bei denen es einem nicht leid ist, die zu töten. Ich würde eigentlich mit dem Tänzer was machen, ne? Schon nach links, schon nach rechts. Huch. Man sollte vielleicht mal hinlaufen. Was ist das? Ja, Tatsache. Grünes Wölfchen. Hallöchen. Danke. Oh. Ja gut, jetzt weiß ich, was Dufte meinte mit. Man ist froh, wenn man dann hier reiten kann. Fliegen kann. Oh. Jetzt stelle man sich noch vor, ich hätte die Wind-Ether-Quellen vorher nicht gesammelt. Ich glaube, dann wir verzweifelt. Da. Hallo, Tankred. Sollen wir diesmal töten? Oh, wieder zurück. Komm schon. Hinher, hinher, hinher. Oh, mein Karfunkel. Ich brauche das Ding hier als Stofftier. Brauche es. Vielleicht Ende des Monats. Luca Funke im Länderflug. Also ich denke mal, dass hier bestimmt noch mindestens zwei Indies kommen, oder? Wo ist Stormblood? Herrchen. Herzlich willkommen. Bitte nimm Platz und mach es dir gemütlich. Danke. Ihr fällt ein, ich habe schon lange meine Frisur nicht mehr geändert. Hier, geht aufs Haus zur Feier des Tages. Das wird die Kälte aus deinen Knochen vertreiben. Essen kann ich dir erst später anbieten. Heute ist so viel los, da kommen wir mit den Bestellungen kaum hinterher.
Ach, wie froh doch alle sind. Nach all den Schrecken des Krieges haben sie nun Hoffnung auf Frieden. Das muss gefeiert werden. Und ich tue, was ich kann, damit es ein unvergessliches Fest wird. So unvergesslich wie die Erinnerung an meinen Geliebten, der dem Clown eines Drachen zum Opfer fiel. Kann der Frieden je die Wunden heilen, die der Krieg gerissen hat? Nee, wir müssen wieder in Ohnmacht. Ja, gut hier. Oh, bist du etwa müde? Du musst ganz schön erschöpft sein. Kein Wunder angesichts deiner Taten. Ruhmreiche Heldin, ich gab. Ja, Schärftrunk drin. Wie es aber auch keinem auffällt, ne? Du hast schon genug angerichtet. Nett. Hier ruhen unsere Söhne. Sie haben mutig gegen die Drachen gekämpft und ihr Leben für Ishgard gegeben. Ja, ich verstehe eure Trauer nur allzu gut. Der Krieg hat auch jemanden aus deinem Leben gerissen. Der Schmerz ist unerträglich. Und doch können wir ihm nicht entfliehen. Jetzt heißt es, dass wir den Krieg damals begonnen haben. Und deshalb müssten auch wir diejenigen sein, die ihn beenden. Das klingt so vernünftig. Und dennoch kann ich es einfach nicht verstehen. Es fühlt sich so ungerecht an. Je näher der Frieden rückt, desto sinnloser erscheint mir der Tod unserer Söhne. So wenige? Wie es scheint, lässt der Widerstand gegen die Drachen nach. Großmeister Emmerich ist in allen Gassen unterwegs, um den Leuten seine fixe Idee vom Frieden zu verkaufen. Da knicken viele ein, weil sie sich von dem neuen Kurs persönlichen Wohlstand erhoffen. Mhm. Ich lass mich nicht verführen. Ich halte unsere gefallenen Brüder und Schwestern in Ehren. Solange es Drachen gibt, will ich sie jagen und vernichten. 1000 Jahre Krieg sollen ein Irrtum gewesen sein? Schwamm drüber und auf einmal haben wir Wohlstand und Brüderlichkeit? Dass ich nicht lache. Wo war denn der Wunsch nach Frieden bei den Drachen all diese Jahrhunderte? Erst jetzt, da es für sie brenzlig wird, kommen sie aus ihren Löchern und heucheln Freundschaft. Sie haben Emmerich beeinflusst, um ihre unweigerliche Niederlage abzuwenden. Mit Erfolg. Die Friedensbewegung ist kaum noch aufzuhalten. Die Friedensfeier in Falkenhorst wird den Sieg der Drachen und unsere Demütigung besiegeln. Dann muss die Feier gestört werden. Oh. Ich bin bereit. Um den Kampfeswillen Ishgards neu zu entfachen, will ich gerne mein Leben geben.
wach auf. Was ist bloß los mit dir? Geht es wieder? Dann komm mit nach draußen, da geht's drunter und drüber. Von Ishgard, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Glaubt nicht den Lügnern, die uns Frieden versprechen. Wehrt euch gegen den Betrug. Denkt an eure Verwandten, die von den Drachen zerfleischt worden sind. An eure gefallenen Freunde. An eure Geliebten, die ihr nie wieder in die Arme schließen könnt. Dass unsere Herzen noch schlagen, liegt einzig und allein an der flammenden Wut, die darin brennt. Die Rache an den Drachen hält uns am Leben. Steh nicht rum! Halt sie auf! Los, los, los! Komm, ich stell das ja selber mal machen. Ich wollte gerade sagen, er trifft daneben. Seht ihr wahres Gesicht. Sie unterdrücken, was ihnen nicht passt. Töten alle, die nicht gehorchen. Erst führen sie uns in einen unheilvollen Krieg, dem unsere Liebsten zum Opfer fallen. Und dann predigen sie Frieden und nehmen uns auch noch die Gelegenheit zur Rache. Der Krieg gegen die Drachen ist alles, was mir geblieben ist. Der Sinn meines Lebens. Dann hast du dein Leben aber nicht richtig gelebt. Verdammt, du solltest sie doch nicht gleich töten. Aber ihr habt doch befohlen. Aufhalten, nicht töten. Ah, das geht in die Hose. Nein, nein, nicht doch. Ich habe das nicht befohlen. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Ups. Kroppler. Ja, nett. Wirklich nett. Weißt du, den Trollweg kann man auch nirgendwo hin mitnehmen. Gut. Der wird wahrscheinlich drin sein, ne? Hm? Nee. Oben. Ja, oben. Wieso?
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was the Bully O.T. The winds blew hard, her bow dipped down below me. Bully boys blow. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The weatherman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the weathermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave. Ja, manchmal spinnt das Ding. Weiß auch nicht warum. Weil vorhin zum Beispiel, wo Kaya das gemacht hat, lief es. Wenn ich es manchmal vorm Stream aktualisiere, läuft es auf. Dann läuft es mal nicht. Ich glaube, ich stelle mir einfach so einen Timer und aktualisiere es einmal die Stunde. Dann passt das. Der Besen. Hey. Das wird echt knapp. Wird echt so ein bisschen die Hoffnung. Dass wir das heute noch schaffen. Ah, da, Lucia. Naja, wenigstens lebt die Schrankmann noch. Wäre doch einfach gerecht, wenn ihr jemand einen über den Schädel gezogen hätte. Statt ihren Fall reinzujagen. Ja, ist vielleicht besser. Und tschüss. Ja, immer auf der Suche nach den Dienern, ne? Also auf dem Rest steht er irgendwo auf einer Klippe. Zittern das Kätzchen. Oh, warte mal. Jetzt komme ich wieder. Ich nehme das nur an, um eine Katze zu retten. Komm mal. Ich bin Samariter der Katzen. Bringt denn dein Name? Ja, so. Katze gerettet. Ey, komm, ich kann die Katze da nicht oben auf dem Dach lassen.
Das geht nicht. Das geht gegen meine Prinzipien. Pfui, böse Bubu. Nein, die Katze heißt jetzt auf Bubu. Oh, die hat gemaut. Oh Gott, ist das schön. Ich musste das machen. Ich mach diese kleinen Nebenaufträge nicht, aber... Hey, komm, da war eine Katze. Ich kann die Katze da nicht liegen lassen. So. Hallo Drache. Da ist er. Honora, du Dummkopf, wage es nicht, vor meinen Augen zu sterben. Herr Emanelin, ihr seid wohl auf? Welch ein Glück. Ja, mir geht es gut. Was ist mit dir geschehen? Wer hat dich bloß so zugerichtet? Verzeiht, Herr. Als sich plötzlich so viele Leute abwandten und gehen wollten, bat ich sie doch noch zu bleiben. Aber sie wollten nicht hören. Sie nannten mich einen Verräter, weil ich den Fortin diene. Mein armer Honorat, es ist alles meine Schuld. Ja, mitunter. Nein, nein, Herr. Ihr habt redlich gehandelt. Ich glaube an euch und an Herrn Artoirel. Die arme Frau muss sehr gelitten haben, wie so viele von uns. Schmerzhafte Erinnerungen sind tief in unser Gedächtnis gebrannt. Doch der Frieden, den wir anstreben, wird neues Leid verhindern. Für diese Hoffnung danke ich euch, Herr Emanelin. Honorat? Gute Nacht. Keine Sorge. Er wird es überstehen, wenn seine Wunden rasch versorgt werden. Warum muss alles so kompliziert sein? Warum bist du so ein Weichei? Wollen wir nicht alle das Gleiche? Glücklich und zufrieden leben? Trotzdem stürzen wir uns gegenseitig ins Unglück. Ja. Aber was hätte ich denn auch machen sollen? Wieso war niemand da, um mir den richtigen Weg zu zeigen? Weil man das selber kriegen muss? Wie mein Charakter über eine Reihe hauen will. Auch wer andere für sich entscheiden lässt, muss die Verantwortung für seine Taten tragen. Mein Charakter und ich sind auf einer Wellenlänge. Sag mal! Jetzt haut der ihm einen rein, oder was? Reden. Ein mächtiger Held wie du braucht ja nichts zu fürchten. Ja, endlich. Oh, mich hätte zurück. Aber das, was mir am meisten am Herzen lag, konnte ich nicht beschützen. Und doch habe ich die Zähne zusammengebissen und weitergemacht. Ja, Vorwürfe werde ich mir immer machen. Aber mein Ziel gebe ich nicht auf. Bitte hau ihm noch eine rein, bitte. Darf ich noch mal nachfragen, bitte? Brauche eine neue Frisur. Ich weiß, ihr stöhnt schon wieder auf. Ich höre es. Probier mal einen Abstecher nach Kridan. Falls wir gleich eh reisen müssen.
Naja. Okay, warte mal, dann muss ich ja meinen ganz kurzen Abstecher machen. Ich weiß, ich weiß. Ich höre euch schon wieder aufschreien. Es geht diesmal auch ganz, ganz schnell. Ich verspreche es. Ich mache nichts. Muss ich erstmal wieder die richtige Farbe hier finden. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts getan. Nicht das Geringste. Das war schon so. Ja, Fiedel da. Nein! Fiedel da noch ein bisschen weiter rum. Schau mal weg hier. Das Gefiedel ist zu viel. Muss ich hin? Ach, nach da oben. Ja, den Weg kann ich auch laufen. Hallöchen. Ja. Bitte aber zum Großmeister. Ja, dann erzählen wir mal so ein bisschen von unserem Missgeschick.
ist jetzt eigentlich mit dem Drachen? Nicht, dass sie da jetzt umsonst fliegt. Er ist mit der Schwert in der Hand zurückgewinnt. Das wird doch nichts. Der macht das ja nur noch schlimmer. Darf ich immer noch einen reinhauen? So nachträglich. Okay, dann nicht. Es ist hier viel los. Brief an Hilda überbringen. Okay, das sollten wir hinkriegen. Bitte. Autsch. Erstmal Knochen brechen. So lassen sich am besten weiterlaufen. Gebrochene Knochen. Okay. Dann einmal dahin. Da hinten ist er auch schon. Nein, es gibt eine Schleimpfütze. Oh. Ich brauch den. Ich brauch diesen Blob. Ich brauch den. Ich will den Blob haben. Genauso wie ich dieses Tentakel für mich irgendwann holen will. Das ist so cool, dieses Tentakel-Ding. Wenn ich nicht erstmal für eine FG sparen müsste, würde ich ja mal gucken, ob ich mir so ein Depot hier könnte. Okay, und wo überlegte Entscheidung? Und wieder zurück. Großmeister Emmerich, dürfte ich mit euch über die geplante Truppenübung der Allianz sprechen?
Selbstverständlich. Was liegt dir auf dem Herzen? Obwohl wir einen Großteil des Volkes von Ishgard von unserem Reformkurs überzeugen konnten, gibt es noch immer einige, die vehement dagegen sind. Ihr Hass schlägt euch entgegen, Großmeister, doch davon lasst ihr euch nicht beirren. Worauf gründet euer felsenfester Glaube? Solange der Drachenkrieg andauert, wird dieses Land von immer weiterem Leid zerrüttet werden. Um den Kreislauf aus Krieg und Leid zu beenden, muss sich Ishgard verändern. In diesem einen Punkt stimme ich meinem Vater zu. Doch obwohl mein Vater dieses Land liebte, glaubte er nicht an die Stärke des Volkes. Er verfiel dem Irrglauben, Ishgard ganz allein aus eigener Kraft reformieren zu können. Ich hingegen glaube an das Volk von Ishgard. Ich vertraue darauf, dass wir gemeinsam und nur gemeinsam die vor uns liegenden Herausforderungen meistern werden. Ishgard braucht den Wandel und ich bin bereit, dafür jegliches Wagnis einzugehen. Ich werde nicht aufgeben, selbst wenn das bedeutet, gegen einen ehemaligen Freund kämpfen zu müssen. Immer diese starken Worte. Aber ich muss zugeben, alle Anwesenden haben mehrfach bewiesen, wozu sie fähig sind. Nein. Das Unheil, das der Bogenschütze auf mein Geheiß angerichtet hat, möchte ich wieder gut machen. Ich, Emanella Fortan, stelle mein Schwert in eure Dienste. Bitte lasst mich für die Zukunft Ishgards kämpfen. Willst du das ja runtergehen? Ich spüre deinen aufrechten Willen und im Namen Ishgards nehme ich dein Angebot dankend an. Kämpfe tapfer, Emanella Fortan. Der rennt doch vor jeder Schlacht weg. Wer wird das Heer von Ishgard befehligen? Ich. Denn bei allen Verpflichtungen bin ich in erster Linie der Großmeister der Tempelritter. Und als solcher werde ich unsere Truppen selbstverständlich persönlich in die Schlacht führen. Was für ein prächtiges Aufgebot. Die Tempelritter unter dem Kommando ihres Großmeisters. Freie Bürger und der Sohn des Hauses Fortan. Mehr hat Ishgard nicht zu bieten. Das stimmt nicht ganz. Es gibt noch jemanden, der Ishgard seit langem eine unersetzliche Stütze ist. Das wer? Wem? Ach, ich. Ausnahmsweise mal. Als Abenteurerin bist du niemandem zu Gehorsam verpflichtet. Und dennoch standest du uns in unseren dunkelsten Stunden treu zur Seite. Eine treuere Verbündete kann sich Ishgard kaum wünschen. Dürfen wir auch in diesem wichtigen Kampf auf deine Unterstützung hoffen? Nein, akzeptiere ich eh nicht. Mir ist bewusst, dass du bereits einer staatlichen Gesellschaft verpflichtet bist, gegen die wir kämpfen werden. Deshalb werde ich offiziell um Erlaubnis für deine Teilnahme bitten. Ist dies in deinem Sinne? Voll geschockt. Vielen Dank. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Gemeinsam werden wir den Sieg erringen. Zum Wohle Ishgards. Dann können wir einmal abgeben. Und einmal annehmen. Warte mal. Wenn ich jetzt einmal kurz... Ha! Ganz knapp. Ganz knapp.
Erstmal was gucken. So, ja. Da muss ich einmal die Tage nachgucken, was davon raus kann und was nicht. Weil da ist was schon, hier war da auch nichts drin. Ah, Moment, den soll ich wieder ausrüsten. So, dann einmal auf zum Tor. Zentrales Hochland. Lang nicht mehr da gewesen. Kampf wird deine Ausrüstung teilweise anders dargestellt. Ich glaube ich nicht, okay. Interessant. Bist du bereit? Dann lass uns gemeinsam die vereinbarten Regeln für die Schlacht besprechen. Mhm. Truppenübung kämpfst du für Ischgard gegen ein Bündnis aus dem Salominter, Ulda und Britannia. Okay. Besiegte Gegner erhält die eigene Seite Punkte. Dabei gibt es zum Beispiel einen Punkt für Ischgard Yami, die zuerst 100 Punkte erreicht, trägt den Sieg davon. Während des Kampfes wählen die Schießrichter auf jeder Seite jeweils ein Hauptziel aus. Wenn vorne ausgehende Lichtstrahl markiert wird. Normalerweise zieht ein besiegter Gegner als ein Siegpunkt, doch das Hauptziel bringt 10 Siegpunkte. Solange ein Soldat als Hauptziel markiert ist, wird er magisch bestärkt, wodurch er mehr Durchschlagskraft besitzt. Schlüssel zum Sieg besteht also darin, das eigene Hauptziel zu beschützen, das gegnerische Hauptziel auszuschalten. Mhm. Wohlan, mögen wir siegreich sein. Warum kriege ich eigentlich so eine coole Rüstung? Und sowas da. Klar, und die drei Ladies stehen da oben und schauken ihre. Gut. Dann ist ja alles bereit. Frage ist zwei. Möge die Truppenübung der Eorzäischen Allianz beginnen. Warum durfte ich mir nicht aussuchen, auf welcher Seite ich kämpfe?
Hi. Ach. Das verkacke ich doch wieder. Ich glaube, die anderen sind besser als gehen wir gleich nochmal kurz hoch, weil das hier beendet ist. Ich hoffe, dass das nicht mehr zu lange dauert. Aber schlafen kriegen wir schon, mein Schatz. Ich versuche mich zu beeilen. Ein bisschen zumindest. Noch nicht genug. Jetzt ist Raum war. Wir neigen uns dem Ende. Jetzt kenne ich ja jetzt viel. Haben wir's? Oh je, was kommt jetzt? Wie? Was? Gegen Zyklopen? Leute, ich hab's eilig. Ausnahmsweise mal. So. Okay. Gut, tschüss. Was? Wie, ich kann weitergehen? Nee. Ist nicht. Hallo, Leute.
kommt schon, beeilt euch doch mal. Das kann sich wohl doch noch ein bisschen entziehen. Wie ich da am Rumhüpfen bin. Manu, warum gerade jetzt, ey? Jetzt wäre so eine Pause-Taste echt mal ganz gut. Gut. Wir haben mehr als die Hälfte. Nur das Feld gerade gemacht. Aber da fährt jetzt dann die Gipfel los. Er kommt schon. Ja, wir haben nicht recht. Du, ich bin gleich da. Haben was? Sie hat ihn besiegt? Ist der Kampf nun vorbei? Gute Frage. Ja, der Sieg ist unser. Heute ist ein glorreicher Tag für dich. Yay. So. Den Sieg haben wir dir zu verdanken. Du bist wahrlich die treueste und stärkste Verbündete Ishgards. Jetzt beide immer. Ich will froh nur gute Nacht sagen. Komm jetzt. Nee. Ich hab's eilig. Ich bin völlig außer Atem. Scheiße. Vor der Schlacht hatte ich Angst. Ich dachte, ich könnte ohnehin nichts ausrichten. Doch die Angst verflog und ich gab mein Bestes.
Ich hab's eilig. Ishgard hat 1000 Jahre Krieg überstanden. Ich hab's eilig, aber... Wir sind stark genug, jede Herausforderung zu meistern, diese... Junge, das interessiert mich gerade nicht. Wirklich nicht. Ich glaube fest an eine glückliche Zukunft. Und hoffentlich fassen bald auch Mach jene Mut, die noch verzweifelt sind. Komm schon. Desto schneller du fertig bist, desto schneller bin ich wieder da. Haben wir's? Ja. Okay. Ich bin jetzt gerade Wumpe. Ausnahmsweise mal.